ganz herzlich willkommen zum Sommerinterview mit dem Bürgermeister der Stadt Taucher. Ja, Tobias Meyer ist heute hier bei mir und ja, diesmal bei deutlich wärmeren Temperaturen, aber in einer deutlich luftigeren Kulisse. Wir sind im Stadtpark unserer wunderschönen Kleinstadt. Ja, vielen Dank für die Einladung, Jutta Sügeland. Habe ich gefreut, dass ich nochmal herkommen darf zum Sommerinterview. Das freut mich natürlich. Und ich habe auch diesmal wieder viele Fragen mitgebracht, Ihre Fragen. Über Facebook haben sich auch diesmal wieder viele Taucher an mich gewandt und ihr Anliegen bzw. ihre Fragen mir geschildert. Versuchen wir heute etwas Licht ins Dunkel zu bringen und kommen wir gleich zu Beginn zu einem sehr brisanten Thema, wie ich finde, zu den Familien. Taucher erfreut sich nun schon seit einigen Jahren einem großen Zuzug, kann man sagen. Besonders Familien mit kleinen Kindern kommen hierher. Aber so schön der Zuzug für die Kleinstadt auch sein mag, so bringt es natürlich auch Probleme mit sich. Stichwort überfüllte Kindertagesstätten und Schulen. Saskia Meyer fragt, wie soll es mit den Krippenplätzen weitergehen? 3 Jahre Wartezeit kann nun wirklich nicht die Lösung sein. Auch die Ausweichmöglichkeit in Leipzig-Mockau ist begrenzt und keine optimale Lösung, sondern nur ein Ansatz. Also so wie es gerade angesprochen wurde, ist es natürlich eine große Aufgabe, der wir uns tagtäglich stellen. Im Frühjahr 2016 haben wir ja an der Friedrich-Ebert-Straße eine Kindertageseinrichtung mit 110 Plätzen eröffnet, den Grashüpfer. Dort werden wir jetzt anbauen. Ab diesem Herbst ist alles schon auf den Weg gebracht. Die Vergabe ist erfolgt. Ungefähr 150 Plätze werden es dann insgesamt. Also 45 Plätze kommen nochmal insgesamt hinzu. Und zudem wird ja auch an der Einburger Straße eine Kindertageseinrichtung errichtet, die Anfang 2020 eröffnet werden soll. Dort soll nochmal ungefähr 160 Krippen- und Kindergartenplätze zur Verfügung stehen. Wir wissen, junge Familien mit Kindern, mit Kinderwunsch ziehen hierher, genießen die Vorzüge der Stadt und Taucher wächst, das ist schön. Und auch wenn wir vielleicht in diesem Jahr, das ist ja das vielleicht nochmal so ein spezieller Faktor, gar keinen Nettozuzug bisher haben, also die Einwohnerzahl ist im letzten halben Jahr gleich geblieben, haben sich aber die Anzahl der Kinder vom Krippenbereich bis in die Grundschul-, Oberschul-, Gymnasialbereich haben sich wieder erhöht. Also nur alleine durch Vorzüge und Hinzuzüge und gleichbleibender Einwohnerzahl haben sich trotzdem die Kinder hier, die Kinderanzahl erhöht. Und deshalb sind wir ja trotzdem noch auf der Suche nach einem weiteren Standort einer neuen Kindertageseinrichtung oder einem Erweiterungsbau. Da haben wir die ehemalige Festwiese in Dewitz im Blick oder auch die Kindertagesstätte an der Klebendorfer Straße, St. Moritz. Aber hier sind wir noch in den Vorplanungen. Schauen mal, wo da die beste Möglichkeit ist, so schnell als möglich nochmal ungefähr 50 bis 60 Plätze zusätzlich hier in Taucher anbieten zu können. Überspitzt gesagt könnte man behaupten, dass vor allem die Grundschulen Tauchers maßlos überfüllt sind. Es besteht Handlungsbedarf. In diesem Jahr wird die Regenbogenschule zum zweiten Mal in Folge vierzügig beschult, obwohl das langfristig Probleme bereiten wird. Es ist schlichtweg kein Platz. Ja, was wird dahingehend von der Stadt Taucher getan? Die Regenbogenschule wird ja nun vierzügig beschult, ist eigentlich dafür gebaut, dass nur 3 Parallelklassen in den 4 Klassenstufen unterrichtet werden können. Und wir haben momentan die Situation, dass jeder Raum eine hundertprozentige Doppelnutzung erfährt, also zwischen Hurz und dem Grundschulbereich. Und daher werden wir auch die Regenbogenschule ausbauen, oder besser gesagt, es kommt noch ein Riegel ran, auf dem Schulgelände entlang der Rudolf-Breitscheid-Straße. Und wir gehen davon aus, dass im nächsten Schuljahr, zum Schuljahresbeginn 2019/2020, dann die Schule so mit der Kapazität erweitert ist, dass wir die auch in den nächsten Jahren weiterhin füllen können, füllen müssen. Und später dann auch für das Schuljahr 2023 folgend den Anbau oder den Neubau der 3. Grundschule auf der Ebertwiese. Und es geht ja dann weiter, die Schülerzahlen entwickeln sich. Wir haben jetzt rund 600 Grundschüler in Taucher zu beschulen und es werden in den kommenden Jahren dann bis auf 1000 Grundschüler die Zahl anwachsen.
die werden dann auch in die Oberschule und ins Gymnasium weiterführend unterrichtet werden. Deshalb baut ja auch gerade der Landkreis Nordsachsen mit der Stadt Taucha zusammen am Kirchplatz das Haus 2 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums aus. Und fortlaufend werden wir weiterhin, wie wir das ja auch in den letzten Jahren massiv getan haben, in der Oberschule investieren. Die nächste Frage kommt von Marion Wolfruhm. Der Jugendclub Taucha scheint nicht der einzige Aufenthaltsort der Jugendlichen in dieser Stadt zu sein. Einige der Stadtverwaltung wohlbekannte Jugendliche zerstören und beschmieren solch schöne Örtlichkeiten wie die Bastei oder Parkanlagen. Ist es nicht mal an der Zeit, diese Jugendlichen zu bestrafen, sprich, dass diese Arbeitsstunden ableisten und ihre Taten ausbessern und somit vielleicht lernen, dass man dies zu unterlassen hat? Genau, gerade in den Sommermonaten und speziell in den Sommerferien nimmt der Vandalismus jedes Jahr zu. Mhm. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Jugendlichen in den Sommerferien mehr Zeit haben, rauszugehen. Das sollte aber trotzdem nicht der Grund sein, unsere Parkanlagen, unsere Freizeiteinrichtungen zu zerstören oder zu besprühen. Und muss auch ganz klar sagen, wir werden uns das nicht gefallen lassen. Das geht vielleicht das ein oder andere Mal gut, vielleicht auch länger. Aber irgendwann, denken wir, werden wir auch Personen antreffen, auf frischer Tat ertappen oder die gesehen werden. Es melden sich auch immer wieder Bürger bei uns und ich kann da auch bloß die Taucher auffordern, wenn sie was sehen, nicht einfach stillschweigend hinnehmen und vielleicht zu Hause zu meckern oder im heimischen Garten, sondern uns das mitzuteilen im Ordnungsamt, im Bürgerbüro. Denn nur gemeinsam können wir ja unsere Stadt auch so erhalten, wie wir das möchten und können wir auch weiter ausbauen. Denn das viele Geld, was wir jedes Jahr gegen den Vandalismus aufwenden müssen, Graffiti zu beseitigen, das machen wir mittlerweile mehrfach schon im Jahr an verschiedenen Denkmalen. Das Geld, das denke ich mal, können wir sinnvoller einsetzen. Und ganz klar möchte ich auch sagen, gerade wenn es in Schmierereien nochmal in politische Richtungen geht, wir haben momentan sehr viel zu tun mit rechtsnationalen Schmierereien im Stadtgebiet. Die Vorfälle, die übergeben wir den Behörden. Und hier wird auch ermittelt und da hört letztendlich der Spaß auf. Wir haben nichts dagegen, wenn sich Kinder, wenn sich Jugendliche in der Natur, in den Parkanlagen treffen. Mhm. Aber gerade wenn es um Vandalismus, um Verschmutzung, um Vergehen an fremdem Eigentum geht, da hört der Spaß auf. Und da fordern wir natürlich auch auf, die Eltern doch mal vielleicht genauer hinzuschauen, was die Kinder in ihrer Freizeit tun. Wir haben ja den neuen Fachbereich öffentliche Sicherheit und Soziales. Mehr Mitarbeiter sind dort jetzt seit August unterwegs, auch im Stadtgebiet, von früh morgens bis in die Abendstunden, aber auch am Wochenende. Und auch hier gab es schon und gibt es Gespräche mit verschiedenen Personen, mit Gruppen. Und wir wollen nicht auf Konfrontationen gehen. Wir wollen einfach das Bewusstsein schaffen, dass es unser aller Stadt ist, unsere Heimat. Und ich glaube, wenn sich Jugendliche treffen, hier auch am Schöppenteich, dann möchte man das vielleicht auch noch den einen oder anderen Tag zusätzlich tun. Ja. Ich möchte mal diejenigen sehen, die sich in ihren eigenen Müll dann reinsetzen, wenn wir mal nicht jeden Morgen hier durch die Parkanlagen gehen, ob es dann noch Spaß macht, denjenigen. Ja. Mandy Umber fragt, in Leipzig gibt es Leipzig-Pässe, wo in den Ferien viele Vergünstigungen und Möglichkeiten für die Kinder bestehen, wie zum Beispiel Vergünstigungen der öffentlichen Verkehrsbetriebe oder im Kino, in Schwimmbädern, dem Zoo und vieles mehr. Warum kann Taucha dies nicht auch mal machen? Es gibt schließlich so viele Alleinerziehende, die jeden Cent umdrehen müssen. Sicher eine gute Idee, die hier aufgeworfen wird. Und in der Tat, wir haben uns da auch schon in der Verwaltung Gedanken gemacht, ob ein abgewandelter Taucha-Pass möglich wäre. Das ist eine freiwillige Aufgabe, also das heißt, das müsste über den Haushalt der Stadt Taucha gedeckelt werden. Hier gibt es erste Vorschläge, die bei mir auf dem Tisch liegen. Und mal schauen, ob wir vielleicht schon für das nächste Jahr hier einen Anfang schaffen, aber ganz alleine aus dem städtischen Haushalt werden wir das nicht hinbekommen. Hier sollten wir, denke ich mal, Gespräche führen, jetzt nach den Sommerferien mit Tauchern, Unternehmern und vielleicht findet man eine Lösung, gerade für den Taucherpass, hier was ganz Spezielles für unseren Ort anzubieten. Bleiben wir vielleicht noch ein wenig beim Thema Bildung und
Soziales, kommen aber dabei schon ein Stück weiter dem nächsten Themenschwerpunkt entgegen, nämlich, ja. nämlich dem Stadtbild und der Infrastruktur. Sandra Born fragt, wir wohnen seit 2 Jahren in der Sommerfelder Straße 100. Unsere Ausfahrt führt direkt auf den Fahrradweg. Dieser ist offiziell Schulweg. Schon mehrfach wäre es beinahe zum Unfall gekommen, wenn wir aus unserer Ausfahrt raus wollten. Auch eine Straßenlaterne fehlt bei uns. Muss es erst zum schweren Unfall kommen, bevor jemand reagiert, oder wird diesbezüglich seitens der Stadt endlich etwas getan? Ja, dieses Thema interessiert auch Jana Winz. Sie fragt im konkreten Fall, wie es mit dem Ausbau von Fußwegen und Radwegen, insbesondere auf der Grasdorfer Straße, aussehe. Was sagt denn der Bürgermeister dazu? Also kommen wir nochmal zur Sommerfelder Straße erst zurück, zu der Frage. Die letzte Straßenlaterne aus der Erinnerung steht ungefähr in Höhe Feuerwache. Dann sind es noch 100 bis 150 Meter bis zu der Sommerfelder Straße 100. Leider haben wir nicht in allen Straßen und auf allen Plätzen in Taucha eine Straßenbeleuchtung. Hätten wir gern, soweit sind wir noch nicht. Und wir stellen ja auch gerade unsere ganze alte Straßenbeleuchtung auf LED um und setzen sukzessive auch neue Straßenlaternen. Familie Born hat sich ja auch schon direkt an die Stadtverwaltung gewendet und wir müssen leider momentan mitteilen, dass es uns nicht möglich ist, dort weitere Straßenlaternen im Jahr 2018 zu setzen. Wir schauen mal, was in den kommenden Jahren möglich ist. Bisher ist es aber nicht angedacht. Wünschenswert, wie gesagt, ist es, so viel Straßenbeleuchtung wie möglich in der Stadt und in den Ortsteilen zu haben. Zu den Radwegen und Gehwegen. Ja, die Grasdorfer Straße, die ist sehr belastet als Umleitungsstrecke, gerade jetzt bei der Deutschen Bahn, Baumaßnahme. Aber auch so durch die Verdichtung hier in Taucha und in umliegenden Orten wird die Grasdorfer Straße und auch die Matthias-Erzberger Straße immer mehr genutzt. Und wir denken schon, dass in den kommenden Jahren die Grasdorfer Straße ausgebaut werden muss. Durch die Starkbäume, durch die Wurzeln sind die Fußwege und auch der Straßenkörper in Mitleidenschaft gezogen, zusätzlich noch zum Straßenverkehr. Und dort muss einfach auch mal was getan werden. Aber solange wir jetzt die großen Umleitungsstrecken dort noch langführen, ist das definitiv nicht möglich. An der Thematik sind wir dran. Frau Sowade fragt. Die Anwohner der Hedwigstraße in Taucha-Plösitz sind seit dem Sturm im Januar ohne Straßenbeleuchtung. Wann wird diese wieder instand gesetzt? Denn der Herbst kommt bestimmt. Ja, Straßenbeleuchtung Hedwigstraße, da machen wir es ganz kurz. Die 2 Straßenlaternen wurden gesetzt. Mhm. Und jetzt müssen noch Tiefbauarbeiten erfolgen. Und ich denke mal, wir müssen nicht bis zum Herbst warten, bis dann die Straßenbeleuchtung geht. Kommen wir nun zu einem innovativen Thema, Elektromobilität. Und Michael Seelert hat dazu eine Frage. Im Dezember 2016 ist eine Ladesäule für Elektromobilität von NVRM zusammen mit unserem Bürgermeister in der Otto-Schmidt-Straße mit ganz viel Tamtam eingeweiht worden. Dazu 2 Fragen. Wie oft wird diese Schnellladesäule jetzt genau genutzt? Und wenn der Elektromobilität die Zukunft gehört, warum stellt die Stadtverwaltung Taucha mit ihrer Flotte dann nicht auf Elektromobilität um? Elektromobilität, ich denke auch, ist zumindest eines der innovativen Zukunftsthemen. Die Schnellladesäule wurde am 6. Dezember, Nikolaustag 2016, eröffnet. Wie stark oder wie oft sie genutzt wird, das kann ich nicht sagen. Das ist ja die Ladesäule der NVIA. Ja. Für mich mal als Hintergrundwissen sicherlich, könnte ich mal nachfragen. Aber es sind firmeninterne Daten. Also ja. Ich glaube nicht, dass jetzt hier für die Öffentlichkeit gedacht ist. Und Elektromobilität für die Flotte von der Stadt Taucha, wie sieht's damit aus? Momentan haben wir kein Elektroauto. Wenn die Leasingverträge in wenigen Jahren auslaufen, können wir uns darüber Gedanken machen. Wir hatten ja schon mal 2017 ein Fahrzeug getestet, ein Elektrofahrzeug, auch von der NVIA zur Verfügung gestellt, 14 Tage, kam gut an bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es war aber einfach jetzt in den letzten 2 Jahren noch nicht der richtige Zeitpunkt für uns in Taucha auf Elektromobilität umzusteigen. Gerade die langen Wege, die wir auch zu bestreiten haben, nach Torgau oder nach Dresden. Hier werden wir aber, denke ich mal, in Zukunft Stück für Stück dann auch umrüsten können.
Viele Taucher verärgert, dass vor allem in den ersten Monaten in 2018 so viele Baumfällungen im Stadtgebiet vorgenommen worden sind. So manch ein Taucher bedauert dabei allerdings, dass entsprechend versprochene Nachpflanzungen, beispielsweise in der Kirch- und Sommerfelder Straße, bislang ausgeblieben sind. Da kann ich genau das Gleiche sagen, wie wir das im Frühjahr auch getan haben. Nach den Baumfällungen im letzten Winter werden wir jetzt die Neupflanzung im Herbst beginnen. Es hätte keinen Sinn gemacht, im Frühjahr zu pflanzen, gerade jetzt. Wir haben es ja gesehen, nach diesem heißen, langanhaltenden Sommer hätten wir wahrscheinlich viele Jungbäume nicht über den Sommer gebracht. Schon jetzt haben wir gesehen, welchen Stress einige Bäume ausgesetzt waren. Gerade Jungbäume, die wir in den letzten Jahren gepflanzt haben, haben es leider nicht geschafft, einige über diesen Sommer. Da werden wir nachpflanzen müssen. Also die sind nicht ausgeblieben, die Nachpflanzung. Die werden auf alle Fälle jetzt im Herbst, ab Oktober, November, dann wirklich in die Tat umgesetzt. In der Kirchstraße sieht es so aus, wer das kennt, Kirchstraße runter, standen zwei Linden, die standen sehr nah beieinander. Die Baumscheiben sieht man ja noch. Mhm. Wir haben uns dazu entschieden, dort eine Linde wieder hinzupflanzen. Jetzt momentan ist sie zwar noch sehr klein und schmal und die Krone noch nicht so groß, aber sie soll sich richtig schön ausbreiten können, weil die anderen beiden Bäume hatten sich da auch etwas behindert. Also wir denken, gerade in die Zukunft geschaut, ein Baum reicht dort aus und wird ein schönes Bild ergeben. Ja, über ein Thema müssen wir unbedingt noch reden, nämlich über eine große Zahl. 2020 lautet das Stichwort. In dem Jahr werden wir uns hier nicht nur hoffentlich wieder zum Sommerinterview 2020 sehen. Nein, Taucher feiert ein großes Fest, nämlich 850 Jahre Stadtrecht und 800 Jahre Rittergut in Taucher. Ein Doppeljubiläum. Genau, die Vorbereitungen haben quasi schon begonnen. Ende letzten Jahres. Ich habe eine Steuerungsgruppe zusammengerufen, die sich aus Vertretern von Vereinen und Stadtverwaltung und den Organisatoren des Stadtfestes der letzten Jahre speist. Wir haben jetzt uns ein paar Mal zusammengesetzt. Es gab, sagen wir mal, so eine Spinnrunde. Ja. Wir haben erstmal viele Dinge auf den Tisch gelegt. Ja. Vereine kamen dann noch zusätzlich dazu in einer großen Vereinsrunde. Die haben sich auch schon mehrfach getroffen. Und wir haben einfach mal zusammengetragen, was könnten wir uns denn vorstellen für 2020? Und dann prüfen wir das natürlich jetzt. Ist es wirklich durchführbar? Ist es finanziell machbar? Und das macht großen Spaß, dieses Jahr 2020 vorzubereiten, das Doppeljubiläum, denn wir müssen uns mal vorstellen, wie alt wir alle im Jahr 2020 sind und dann nochmal 50 Jahre später. Also wir werden, denke ich mal, alle gemeinsam, so wie wir hier sitzen, ob zu Hause oder hier im Park, sicherlich nur einmal ganz aktiv wirklich dabei sein, so ein großes Jubiläum für die Stadt, mit der Stadt gemeinsam auf die Beine zu stellen. Deswegen kann ich alle nur motivieren, alle Taucher, bringt euch ein, bringen Sie sich ein. Wir werden das gesamte Jahr unterschiedlichste Veranstaltungen durchführen. Und der Höhepunkt wird natürlich dann auch wieder das Stadtfest Taucher sein. Und ich denke mal, so wie sich das jetzt momentan anlässt, das wird ein großartiges Jahr. Wir werden uns selber feiern können, wir werden uns ins Schaufenster stellen, wir werden Taucher gut präsentieren und ich hoffe auf eine gute Mitarbeit und tolle Ideen aus der Bürgerschaft heraus. Freue ich mich jetzt schon drauf. Na, dann freuen wir uns doch alle gemeinsam auf das Jahr 2020 hier in Taucher. Ja, und 2020 werden auch wir uns hoffentlich das nächste Mal hier zum Sommerinterview sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich auch diesmal wieder den Fragen der Taucher gestellt haben. Gerne, vielen Dank. Und auf Wiedersehen.